Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video für SimRail. Ich möchte heute gerne mal in der Nacht fahren, einfach zu schauen, wie da so die Atmosphäre ist. Und dazu suchen wir uns einen Multiplayer-Server, wo es jetzt gerade Nacht ist. Ich würde mal sagen, ich kann ja gar nichts auswählen. Gehen wir kurz auf IN. Australien, da ist es jetzt gerade Nacht. Ja, das machen wir. Hat zwar einen hohen Ping, aber so können wir quasi in der Nacht spielen, obwohl es bei uns hell ist. Eurocity, regional. Ich würde sagen, ja, ich nehme einfach mal den und dann schauen, was passiert. Wenn es denn überhaupt klappt hier. KI macht ja nach wie vor noch ein bisschen Probleme. Aber je länger ich SimRail spiele, umso mehr macht es mir Spaß. Langsam komme ich da raus. Umso besser dann für die Tutorials, wenn ich sie dann später machen sollte. So, meine. Next stop in 10 Kilometern. Okay, Instrumentenlichter. Was? So ist an? So ist aus? Okay. Wow, man sieht hier echt gar nichts. Was ist Cabin Lighting? Black Heating? Wo ist Cabin Light hier? So, wir gehen erstmal wieder Gas. Shit, wo ist denn hier die Beleuchtung für hier drinnen? Night Dimming? Na, nix dimmen hier. Alter, das ist ja voll beschissen. Pantograph, Front. Das gibt's doch nicht. Muss es doch eine Führerstandsbeleuchtung haben? Im Moment. Hat's da vielleicht ein Hotkey für das? Controls. Move, first person. Nope. Nope, das auch nicht. Light. L. Da passiert aber viel mit L. Wow. Ja, das gibt's doch nicht. Instrument Lighting. Irgendwo da oben ist doch das Panel. Headlamp. Signal Light Dimming. Ey, so kann ich nicht fahren. Washer. Cabin Activation. Oh, danke, jetzt muss ich mal kurz. Ja, gut, vielleicht bei der Station dann. Vielleicht ist da ein bisschen heller. Probieren wir mal bis dahin zu fahren. Aber ich hätte hier gerne die Beleuchtung an. Okay, 6 Kilometer. Können wir ein bisschen Schmackes geben. Ist die Ansicht von draußen? Ja. Wir sehen, dass wir nicht sehr viel sehen. Wie halt den echt, wenn man hier mitten in der Pampa ist? Fernlicht wäre jetzt noch praktisch. Aber schöne Atmosphäre. Gefällt mir. Also in der Abenddämmerung wäre dann auch noch mehr schön zum Fahren. Da blinkt's gelb. Ah, übrigens, den Wasser habe ich mal abgestellt. Ist so zum Fahren ein bisschen angenehmer. Vermutlich ein bisschen zu früh. Ja, sogar die Autos haben die Beleuchtung. Moin. Und tschüss.
Ich brauche hier Licht. 2 Kilometer. Also jetzt mal ausrollen. Wusste bis hier um 45. 2 Minuten. Ich muss so stehen bleiben, dass ich hier drin was sehe. Hätte gerne Taschenlampe. Was kommt denn da? Oh, anderer Zug. Spieler? Nee. Trotzdem. Moin. Geiler Effekt. Cool. Was ist jetzt nochmal? 3,3 Kilometer. Und schon wieder anhalten. Ja, dann brauchen wir überhaupt nicht Perlen hier. Warum habe ich keine Einfahrt hier? Ah, jetzt. So, da wird auf lösen. Sehr gut. Ja, jetzt wird es leicht heller hier. Lichtverschmutzung? Scheibenwischer sollte man dann auch anmachen. Wo ist Scheibenwischer? Das ist da, oder? Hallo? Bist du Scheibenwischer? Yes. Ah, falscher Modus. Oh, bitte lass das so weit von der Beleuchtung ausreichen, dass ich hier drin was sehe. Und Verspätung. Yes, wir haben Beleuchtung. So, bitte anhalten. So, dann schauen wir jetzt nochmal. War Beschriftung. Hä? Wird jetzt Beschriftung bei allen? Was ist hier jetzt los? Warum ist jetzt die Beschriftung weg? Na toll, kann ich jetzt nur raten. Ich will hier ja nicht einfach so Sachen anmachen. Machen wir einfach so Sachen an. Was war das jetzt für... Ich hab's gefunden! Nice! Wir haben Licht. Und der Express soll uns überholen. So schaut der übrigens von innen aus. Dann haben wir das auch mal gesehen. Okay, jetzt mal Zeit für ein Foto hier. Einmal alles ausblenden. Dankeschön. Ja, irgendwie so. Screenshot. Ja, ich glaube, das könnte ja auch noch schön sein. Wobei, liebe Dame, möchtest du vielleicht mal weggehen? Warum lackert das hier so extrem? Das ist nicht richtig. Ich würde ja gerne mit so einem Zug mal mitfahren, einfach so zum Spaß. Lass mich rein. Kann jemand anderes fahren. Okay. Na du, alles klar? Ja gut. Ich würde mal sagen,
Warte mal, welche Uhrzeit ist denn jetzt? Ja, kurz vor 1, ist ein bisschen hell geworden hier. Aber ich vermute mal, das soll so ein bisschen die Lichtverschmutzung darstellen und wird dann wieder dunkler. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ja gut, für euch gibt es erstmal einen kleinen Cut. Bis aber das, bis wir wieder fahren dürfen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, da waren wir wieder da. In 20 Sekunden haben wir Abfahrt. Das Einzige, was ich jetzt bemerkt habe mit den Lichtern hier ist, dass ich hier die Anzeige jetzt kaum noch sehen kann. Weil da Dreck drauf ist. Ich glaube, ich mache da mal einen Screenshot. Das sollte ich mir vielleicht anpassen. Das ist so ein bisschen uncool. So, Abfahrt. Bremsen lösen. Komm, Dankeschön. Und hoffen, dass es jetzt auch komplett gelöst ist. So, sehe ich halt leider nicht. Departed from the station according to the schedule. Ja, ist doch schön. Wir können das Interface wieder einblenden. Ah, was war jetzt der Chat? Ah, okay. So, ein bisschen mehr Schmackes. Sieht ein bisschen spacey aus da mit dem blau- oder ultravioletten Licht. Mein Kollege. Mal kurz wecken. Wo ist der nächste? 28 Kilometer in Oslo. Mo, hab mich tot. So, schauen wir, dass wir nicht zu schnell werden. Sonst gibt es wieder Strafpunkte hier. Wehe, du machst mit zum Strafpunkt. Komm. Die paar km/h hier. Stell dich um auf 100. Das ist mein VMAX. So lang ist doch der Zug gar nicht. So, jetzt. So, drei. Jetzt geht's ab. Das ist ein, oh, das hat tatsächlich ein Effekt hier. Die Autoscheinwerfer könnten noch ein bisschen mehr sein, dass sie da ein bisschen die Straße ausleuchten. Und schon wieder am Blinken. Aber die Signale sieht man wirklich sehr gut. Haben sie gut gemacht. So, das war jetzt maximale Leistung. Mehr geht nicht. Wir haben jetzt erstmal kein Halt, weil bei Encoder ist dann mega SPL-Block. Ja, wird eine gemütliche Fahrt. Theoretisch. Ah, oh, nö. Ah, gut sieht man das schon von der Distanz.
Gebt mir doch mal die Durchfahrt. Ich bin EuroCity. Und mach Aufnahme. Ja, wow. Und jetzt auf Grün schalten. In aller weiter Ferne. Oh, das ist dämlich. Macht's doch sowas nicht. Hat's irgendwelche Button für Sanden? Ah, warte mal, ich will was anderes probieren. Ich kann dimmen. Das funktioniert. Eine Minute zu früh. Sag mal, fahre ich doch tatsächlich mal gut. Ja, jetzt hat im SBL, glaube ich, soll es eine richtig schön flutschen. Entschuldigung. So, bitte halt die Geschwindigkeit. Das wäre echt super. Ja, macht er natürlich nicht. Ja, sieht schon spacig aus. Ich glaube, so mache ich nochmal ein Foto. So, alles ausgeblendet. Warum glitscht die Kamera manchmal so in dem Winkel? Es ist echt nervig. Schade. Auch keine Personen hier im Zug. Das ist zu wenig Leistung. So, wir können da mal wieder auf Running gehen. Jedes Mal, wenn ich hier die Bremse einmal kurz umschalte, dann bleibt das Bild kurz stehen. Wir sind auch da wieder unterm Strich. Also war alles okay hier. Keine Meldung auf. Was ist eigentlich hier alles drin? Force to Beat Pressure disabled. Passenger. Scheint alles seine Richtigkeit zu haben. Schon wieder. Ach man, Leute, ihr wollt's mir doch nerven. Noch mehr Schmackes. Ja, aber ich sehe das nächste Signal noch nicht in der Distanz. Doch jetzt. Aber das sieht noch gegenseitig aus. Ja, wir sind grün. Glaube ich. Halt, ich will eigentlich nach oben schalten. Ja, wenn ein Ticken zu schnell. Nice. Come on, fahr doch brav die deine 125. Cool.
Es springt so hin und her. Schönes Teil. Aber unsere Lok ist fabrikneu. Wir haben da einfach 0 Kilometer drauf. Gleich mal bei I bereitstellen. Tacho wurde nicht zurückgedreht. So, der ist jetzt auch munter. 48 Kilometer, lazy. Ja, also an das Nachtfahren könnte ich mich tatsächlich gewöhnen, das gefällt mir. Ja, sogar in den Häusern ein bisschen Beleuchtung, dass ja nicht alles komplett dunkel ist. Ah, das wird super werden, wenn dann die ganze Strecke frei ist. Wenn man dann hier ein bisschen Abwechslung hat. Ich meine, jetzt hier im Playtest ist ja nur ein kleiner Teil der ganzen Strecke. Wenn man den natürlich jetzt zu oft fährt, dann hat man es halt irgendwann mal gesehen. Aber ich hoffe, da kommt dann noch mehr. Ich bin auch mal gespannt, was im Singleplayer dann so alles geboten wird. Ob es dann auch wieder nur stumpf von A nach B fahren ist. Oder dass man dann hier wirklich Rangieraufgaben hat. Oder dass man irgendwas zusammenstellen muss. So ähnlich wie in TS Classic und The Transient World. Irgendwas mit Abwechslung. Ich hoffe, da kommt so irgendwas. Mal was zum Testen. Ja, nein, das ist einfach viel zu dunkel. Wir wären zu schnell. Nicht so geil. Warte mal, ganz kurz bremsen. Gegen den Motor, ich weiß, das ist doof. Okay. Hätten wir das so wieder erledigt. Da war es irgendwie schön, wenn das hier drin lauter wird, wenn hier offen ist. Aber ich mache hier mal auf. Haben wir gute Durstsicht. Immer noch zu viel Schmackes. Was soll ich komplett rollen lassen? Gebe ich halt gar nicht Gas. Ist dann auch gut für die Stromrechnung, wenn wir hier kaum was verbrauchen. Ja, scheint es gerade so zu halten. Das lasse ich jetzt mal. Psari 1 auf 5. Ah, da sind wir schon durch. Jetzt sind wir in der Mega SPL Gora Voloska und danach nochmal Mega SPL. Ah, jetzt fahren wir langsamer. Ob das jetzt so reicht mit einer Seite? Nein. Tut's nicht. Gut. Dann Doppelpower.
Ja, noch mehr Schmackes? Ich möchte gerne wieder auf meine 125 kommen, damit ich da im Fahrplan bin. Das wird ja noch spannend mit einer Dampflokkappe, so ein Abschnitt. Weil da, wo die Express dann hier 200 düsen und dann fährt dann so eine Dampflok mit, keine Ahnung, 80, bremst den ganzen Verkehr aus. Warum ist es da so rot? Sag mal, ist hier der Tag-Nacht-Zyklus schneller? Ich dachte, das geht nach der Uhrzeit. Was zum... Lol. Und hier ist weg. Hier ist wieder da. Hä? Es ist aber eindeutig auf der Scheibe. Hinter mir leuchtet aber auch nichts rot. Was ist denn das jetzt? Mach da mal ein Foto fürs Forum. Okay. Man deckt immer wieder Neues hier in SimRail. Ja, also das wackelt hier so mit. Mega schräg. Das ist, wenn ich das mal hier ausmache. Kein Unterschied. Schräge Sache, schräge Sache. Aber hier... Hier hat es auch wieder den Leuchteffekt da draußen. Aber draußen ist dann halt einfach nichts zu sehen. Mal schön Fotos machen. Okay, Schiene hinten. Ah, ich glaube, das mit dem Tag-Nacht-Zyklus ist noch nicht so ganz, aber... Wenn es jetzt wirklich hell wird, dann ist einfach der Zyklus schnell eingestellt. Da kommt der nächste Flair daher. Jetzt ist das verschwunden. Ah, nee, das ist schon... Doch, das ist Richtung... Doch, das ist draußen. Sehr merkwürdig. Hä, was ist das da? Also, ich glaube, irgendwie Straßenbeleuchtung. Ja. Wir sind zu schnell. So, komm, bremsen mal bitte. Stove Disable. Wisst ihr was denn? Machen wir mal an. Schauen wir mal, ob der so rot zum Leuchten anfängt. Oh, mein Kollege. Und zweiter Viper. Position 1. Jetzt haben wir da langsamer. Hoch und runter hier.
25 war noch so lang. Okay, ich denke mal, ich werde an der Stelle nochmal einen kleinen Schnitt machen, weil der Streckenabschnitt jetzt hier nicht gerade sehr spannend ist in der SBL. Dann sehen wir uns wieder kurz vor Gora Wlodowska und fahren dann bis nach Zabi, bis zum nächsten Halt einfach. Also, bis gleich. Ja, ich war kurz vor Gora. Es waren vielleicht noch 5 Kilometer und dann wollte ich eigentlich gerade wieder reinkommen. Und dann ist das passiert. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich, wenn das passiert. Na gut. Aber ja gut, dann ist die Episode jetzt erstmal nicht ganz so lange. Aber ihr habt mal so einen Eindruck bekommen, wie so eine Nachtfahrt ist. Werden wir garantiert nochmal machen. Und ich denke mal, die EN76 wird mein nächstes Opfer sein, mit dem ich fahren werde. Irgend so S1, S2 oder wie die Strecken, also wie die Linien da drin heißen. Fahren wir mal, aber ich glaube eher beim Tag. Also, liebe Leute, bis bald und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.